Gut, dann vielen Dank nochmal für die Vorstellung, Thomas. Ich darf mich auch nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Michalewitz. Ich bin Senior Director für Oracles Datenbank Hochverfügbarkeit, Skalierbarkeit und MAA, Maximum Availability Architecture Solutions, was das Product Management betrifft. So, also mein Team ist verantwortlich für Produkte wie zum Beispiel heute Oracle Rack, aber auch Data Guard, Active Data Guard im Zuge von MAA, Golden Gate und andere Funktionalitäten, die Sie sicher im Bereich des Hochverfügbarkeits- und Disaster-Recovery-Lösungsspektrums von Oracle kennen. Und wie Thomas schon sagte, ich bin in San Francisco momentan, also ich bin im Headquarter normalerweise unten in Redwood Shores in Kalifornien, aber dank der spezifischen Zeiten, die wir derzeit durchleben, bin ich jetzt eben zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes und spreche daher von hier aus zu Ihnen. Da wir mich jetzt gesehen haben und es noch früher Morgen für mich ist, werde ich jetzt die Webcam mal ausschalten. Das hilft auch in der Regel ein bisschen mit dem Übertragen, also mit der Internetkapazität, sodass wir hier das vielleicht ausschalten. Aber meine Slides sollten Sie jetzt noch sehen und wenn nicht, dann wird mir der Thomas das sicher sagen. Und damit gehen wir auch sofort in den Content über. Die Präsentation, die ich heute halten werde, ist kurz gefasst Oracle Rack Ready? Also sind Sie Rack bereit? Die längere Version des Titels, oh Entschuldigung, die längere Version des Titels ist How to make your application Oracle Rack Ready and test for it. Also wie macht man eine Applikation Oracle Rack bereit und wie testet man dafür? Die Slides werden in Englisch sein. Das ist so eine kleine Bequemlichkeit, die ich mir hier erlaubt habe. Ich werde auf Deutsch sprechen. Also für alle diejenigen, die sich jetzt angewählt haben und hofften, dass die Präsentation in Englisch ist, that won't be an English presentation, better be following in German. Damit direkt auch zur Agenda, da ich Teil des Oracle Datenbank Developments bin, hier nochmal kurz das Safe Harbor Statement. Ich denke, das kennen Sie aber schon. Worüber möchten wir heute sprechen oder worüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, um genau zu sein? Ich muss mal eben hier wegstellen. Zunächst möchte ich mit Ihnen definieren, was genau beinhaltet denn eigentlich Oracle Rack Ready oder Oracle Rack bereit? Ich werde also wahrscheinlich Oracle Rack Ready mehr sagen als Oracle Rack bereit. Also Oracle Rack Ready, was bedeutet das eigentlich? Und dann diskutieren wir, wie eine Applikation Oracle Rack Ready gemacht werden kann, wenn sie das nicht schon ist. Das heißt, ich werde auch mit Ihnen diskutieren, welche Kriterien man vielleicht für eine Applikation, für eine bestimmte Anwendung sich da anschauen muss, um zu schauen, dass diese vielleicht schon, wie wir so sagen, out of the box, also das heißt von vornherein im Rack-Umfeld arbeiten kann. Und zum Schluss diskutiere ich dann noch kurz mit Ihnen, wie man eine Anwendung testen kann. Das sagen also entweder eine neue Anwendung, die Sie erworben haben, wie kann ich testen, dass diese auf Rack-Basis funktioniert? Oder wenn Sie halt Änderungen gemacht haben, sodass die Anwendung auch wirklich auf Rack funktionieren sollte, wie kann ich sicherstellen, dass das auch der Fall ist? Wie kann ich das testen, bevor die Anwendung in Produktion übergeht und meine Anwender dann herausfinden, dass vielleicht das doch nicht so funktioniert hat, wie wir es geplant haben. Das sind so die drei Bereiche, über die ich mit Ihnen heute sprechen möchte. Und wir starten mit dem ersten Bereich. Oracle Rack Ready könnte eigentlich zwei Dinge bedeuten. Ja? Wenn ich mit verschiedenen Kunden spreche oder auch Partnern, dann ist immer nicht so ganz klar, wenn der Kunde insbesondere sagt, ja, meine Anwendung ist nicht Rack Ready. Was meint der da eigentlich? Da gibt es immer zwei Interpretationen, die möglich sind. Das eine ist zu sagen, okay, er meint vielleicht zu sagen, dass seine Anwendung nicht die hochverfügbarkeitsspezifischen Feature von Rack nutzen kann. Das heißt insbesondere den Failover. Also was wir sehr oft sehen bei mir im Team, ist, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, ja, jetzt habe ich Rack gekauft, jetzt habe ich vielleicht andere Technologien wie zum Beispiel Data Guard gekauft. Und ich kann jetzt Rolling Upgrade, ich kann jetzt Rolling Patching machen, aber letztendlich ist es halt ja doch so, dass meine Anwendung hier davon gar keinen Nutzen hat, denn immer wenn ich ein Rolling Patching einfahre, ja, dann muss die Anwendung sich neu konnektieren, es kommt zum Abfall von Transaktionen. Das heißt, die Erwartungshaltung, die er hatte, dass Rack auf einmal seine Anwendung hoch verfügbar hält, ist da nicht erfüllt worden von dem Verständnis her, dass seine Anwendung sich immer noch disconnected und wieder zurückkonnektieren muss. Und das kann man dann klarstellen und das möchte ich auch mit Ihnen machen im ersten Teil der Präsentation. Und dann selbstverständlich ist der zweite Aspekt das Verständnis Skalierbarkeit. Und das ist eigentlich so der hauptsächliche
Punkt, wo Kunden uns ansprechen, die sagen, okay, meine Anwendung ist nicht RackSaggy. Oftmals geht es in den Bereich, ja, meine Anwendung läuft zwar auf Rack, aber die skaliert eben doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Beide Aspekte sind häufig genannt. Ich muss allerdings sagen, in den letzten 3 bis 6 Monaten haben wir mehr mit dem linken Fall zu tun, mit der Hochverfügbarkeit und dem Failover. Die Skalierbarkeit von Rack haben wir da vielleicht weitestgehend abgedeckt. Nichtsdestotrotz werde ich mit Ihnen über beide Bereiche sprechen. Dann geht es auch gleich los mit der Hochverfügbarkeit und dem Failover. Und da ist es eigentlich so, dass wir lange darüber nachgedacht haben, bei mir im Team, im Development-Team, Teams, die zur Hochverfügbarkeit beitragen, zum Beispiel das Application Continuity Team, was ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, Carol Corain, Ian Cookson in meinem Team. Und wir haben darüber nachgedacht, ja, wie kommt es denn, dass die Kunden und auch manche Partner sagen, ja, meine Anwendung kann von den Hochverfügbarkeitsfeatures, Funktionen im Rack gar nicht profitieren. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass das meistens daran liegt, dass ein Kunde oder eine Anwendung oder die Anwendung beim Kunden daher nicht den richtigen TNS-Connector-String verwenden. Und da haben wir lange debattiert und lange darüber nachgedacht und kommen und haben uns auf diesen, den TNS-Connector-String für Hochverfügbarkeit geeinigt. In Englisch würden wir sagen, the TNS-Connector-String for High Availability. Und warum ist das der TNS-Connector-String for High Availability, der von jeder Anwendung in jedem Szenario genutzt werden sollte, weil er immer funktioniert. Ja, ich werde sie gleich durchführen, dann werden Sie sehen, was ich meine. Aber um Ihnen mal den Hintergrund zu erklären, in meinen 20 Jahren mit Oracle und immer im Bereich der Hochverfügbarkeit und natürlich auch in der Absicherung der Clients, also der Anwendungen, habe ich wahrscheinlich hunderte von verschiedenen Connector-Strings gesehen. Natürlich bewegen sie sich alle in einem gewissen Umfeld, aber wenn Sie sich mal in der Dokumentation die Parameter anschauen oder die Anwendungsbeispiele anschauen, die wir für den TNS-Connector-String haben, da gibt es ganz viele Permutationen. Und je nachdem, wie Sie die Parameter setzen, werden Sie sich immer erfolgreich gegen eine Datenbank verbinden können, werden aber nicht immer erfolgreich überfallen können oder werden vielleicht nur mit Verzögerung überfallen können oder fallen halt im Rack über, aber können leider nicht zum Data Guard überfallen. Und das liegt halt auch daran, dass wir sehr viele Permutationen erlauben, in unserem TNS-Connector-String, also den String, den Sie an Ihre Anwendung geben sollen. Und da haben wir uns überlegt, ja, da kommen wir doch mal mit einer vereinfachten Version raus, die im Zweifel immer funktioniert. Und wenn Sie also jetzt diesen String sich gleich ansehen mit mir und Sie verwenden eine Oracle-Datenbank 12.2, dann wird dieser String, dieser Connector-String, wahrscheinlich immer funktionieren für Ihre Hochverfügbarkeitsanwendung. Darum sage ich jetzt wahrscheinlich, wo ich ja vorher gesagt habe, ist es immer wahr, ja, die Limitierung hier ist Oracle Datenbank 12.2. Der String funktioniert auch mit vorherigen Versionen. 12.1, wahrscheinlich auch mit 12.1.0.2. Das liegt daran, dass gewisse Parameter, die wir hier verwenden und diskutieren könnten, in älteren Versionen noch nicht benutzt wurden. Die werden dann einfach ignoriert. Man kann dann hinterher schauen, ja, in welcher Range die sich bewegen. Und dann kann man sagen, okay, ich habe 12.1.0.2, und so fort. Hauptgrund, warum ich das nicht will und auch zeitlich nicht kann, ist ganz einfach. Wir sprechen hier von der Client-Kompatibilität und dann natürlich im Ende auch von der Datenbank. Wenn Sie also auf einer Datenbank 12.2 und höher sind, wird dieser String mit den Parametern, die ich mit Ihnen durchgehen werde, immer funktionieren wie gedacht. Und wenn Sie einen Client haben, der 12.2 oder höher ist, wird dasselbe. Und das Schöne ist, dass Sie den Client auch upgraden können, bevor Sie die Datenbank upgraden können. Das wird immer noch funktionieren. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil wir haben festgestellt in unserem Team, dass die Anwendungen sehr viel weniger häufig upgradet werden, zum Teil als die Datenbank, was den Client betrifft. Also wir sehen häufig, dass eine Datenbank bereits auf 12.2 ist, aber die Anwendung selber noch einen 11.2.0 irgendwas Treiber verwendet oder allenfalls einen 12.2 Treiber, wenn die Datenbank auf 12.2 ist. Sie können sehr wohl in Ihrer Anwendung den Treiber höher fahren als die Datenbank. Also wenn Sie 19c Treiber verwenden möchten, also 19c Oracle Client, dann kann der ganz hervorragend gegen eine 12.2 oder 18c und natürlich auch 19c Datenbank arbeiten. Das heißt, da haben Sie viel Spiel und mein Credo ist eben, egal was Sie tun, mittlerweile sollte sowohl Ihr Client als auch Ihre Datenbank so um die 12.2 Version liegen und dann wird das auch alles funktionieren wie gedacht.
Ja, und dann können wir auch eben kurz durch den String durchgehen. Der ist eigentlich nicht schwer zu erklären und ich werde auch die Standards hier einfach mal weglassen. Der erste ist der Name, was immer für einen Namen Sie da vergeben möchten, das überlasse ich Ihnen. Und dann haben Sie eine Zeile, wo wir vier Parameter diskutieren, drei, Connect Timeout, Retry Count, Retry Delay und dann darunter noch ein Transport Connection Timeout. Ich will jetzt nicht jeden Parameter im Detail betrachten, ich werde das auch erst im Nachgang machen. Ich will Sie einfach mal durch die Struktur führen des Connector Strings. Also das sind Parameter, die ziehen werden und die ziehen auf die Adressliste und die Adressen und oder die Adressen in der Adressliste. Ja? Und wie sieht das hier aus? Wir haben zwei Adresslisten, wenn Sie das sich anschauen möchten. Adresslist in der ersten Zeile und dann weiter unten nach links versetzt eine zweite Adresslist. Und innerhalb der Adresslist haben wir einen weiteren Parameter gesetzt für beide. Load Balance equals to on, also Load Balance gleich on. Und dann haben Sie die Adresse. Und die Adresse ist eigentlich nur eine Zeile. Da stellt sich die Frage, warum nehmen wir eine Adressliste? Das hat historische Gründe. Aber wenn Sie auch schauen, was den Hostnamen betrifft, da werden Sie sehen, dass der Hostname in der ersten Adressliste Primary Scan ist und der Hostname im zweiten Secondary Scan. Und die Annahme, die wir hier einfach mal gemacht haben, ist, da wir uns im hochverfügbaren Bereich befinden, die Annahme, die wir gemacht haben, ist, dass Ihre erste Adressliste auf einen Rack-Cluster verweist, der einen Scan benutzt, das ist der Standard. Und damit haben wir den Primary Scan. Und die zweite Adressliste ist dann die Standby-Datenbank, die wir auch mal hier so angenommen haben, großzügigerweise. Und diese Adressliste verweist dann gegen den Secondary Scan, was bedeutet, dass die Data Guard-Seite, also die Standby-Datenbank, auch, so nehmen wir an, eine RAC-Datenbank darstellt, die über Scan erreicht werden kann. Und das Letzte, was Sie dann sehen, ist die Connect-Daten und da verwenden wir ein Service-Name. Und mit dem Letzten möchte ich auch mal gleich anfangen. Also wenn Sie irgendwelche Hochverfügbarkeitsfeature in der Datenbank, in der Oracle-Datenbank, muss ich klarstellen, verwenden möchten, dann kann man sicher mittlerweile sagen, zumindest mit 12.2 ist das der Fall und höher natürlich, dass Sie einen Service-Namen verwenden müssen. Was ist jetzt ein Service-Name? Service-Name ist so alt wie die Datenbank. Das ist ein Name, den Sie vergeben können, gegen den sich dann Ihre Anwendung konnektieren können. Das Trickreiche dabei ist, dass die Oracle-Datenbank immer mit einem Default-Service-Namen kommt. Das ist derselbe wie der Oracle-Datenbank-Name. Das heißt, wenn Ihre Oracle-Datenbank den weltberühmten Namen Orzel trägt, OACL, dann gibt es immer einen Service, der heißt Orzel und da können Sie sich auch immer gegen konnektieren. Das Problem ist natürlich, dass dieser Service der Default ist und den können Sie nicht weiter modifizieren. Das heißt, Sie können den nicht hochfahren oder runterfahren, weil das ist ein Service, der ist immer da, wenn die Datenbank oben ist oder unten. Zudem kann man auch gewisse Parameter auf diesen Service einfach nicht anwenden, weil der Service nicht sich den anderen Service Paradigms oder Spezifikationen unterlegt. Und das ist eben jetzt der erste Schritt, den Sie machen müssen. Wenn Sie erfolgreich Hochverfügbarkeitsfeature gegen die Oracle-Datenbank möchten, müssen Sie einen Service-Namen verwenden. Service-Namen können Sie dann kreieren, wie Sie möchten. Es gibt ein paar Limitationen, wie lang der sein darf und welche Sonderzeichen genutzt werden können. Aber hier habe ich jetzt mal Gold Cloud genommen. Das ist durchaus ein Name, den Sie verwenden können. Und ja, dann können Sie sich gegen diesen Service-Namen vergessen. Sie können auch spezifische Failover-Parameter für diesen Service-Namen definieren. Das ist eine andere Präsentation wert. Da kann ich heute leider nicht drauf eingehen. Aber das müssen Sie bedenken, bitte, dass hier ich immer davon ausgehe, dass wir einen Service-Namen verwenden, der auch im Zweifel auf einen anderen Instanz oder eine andere Datenbank im Falle von DataGuard überfallen kann. Und damit komme ich auch gleich zurück zur Struktur dieses DNS-Connector-Strings. Wir haben also hier die Struktur, dass wir eine Primärdatenbank annehmen und eine Sekundär- oder Standby-Datenbank annehmen, die mit DataGuard abgeglichen ist. Ob das DataGuard oder Active DataGuard ist, ist erstmal gar nicht so wichtig. Ja, und dadurch können Sie, mit diesem Connector-String können Sie sich gegen beides verwenden. Und das funktioniert auch immer. Ja? Also Sie könnten jetzt auch mehrere Standby-Datenbanken haben zum Beispiel. Dann würden Sie einfach eine weitere Adressliste hier zufügen. Insofern ist dieser Connector-String nicht nur einfach, sondern auch modular. Das Gleiche gilt auch im umgekehrten Falle. Wenn Sie nur eine RAC-Datenbank haben, aber keine Standby-Datenbank, ja, dann lassen Sie die zweite Adressliste einfach mal weg. Da funktioniert der Connector-String immer noch. Das Schöne ist aber, wenn Sie irgendwann mal eine Standby-Datenbank aufbauen für Ihre Primär-RAC-Datenbank, dann können Sie die Adressliste einfach hinzufügen. Nächste Mal, das nächste Mal, und geben Sie dann der Applikation den neuen Connector-String. Und das nächste Mal, wenn sich eine
Verbindung aufgebaut werden soll, die diesen Connector-String durchläuft, dann wird er auch automatisch gelesen. Das heißt, Sie müssen da hinterher kompletten Anwendungen nicht mehr anpassen. Sie können einfach diesen Connector-String modifizieren und das Referenz-File oder die Referenz-Data-Source, je nachdem, welche Anwendung Sie da haben, entsprechend anpassen. Ja, was passiert dann, wenn jetzt so ein Client in so einen Connector-String, wie wir den hier haben, reinläuft? Also er geht rein und dann kommt er hier zu der ersten Adresse. Das ist diese hier. Kommt also zu der ersten Adresse und sagt, okay, Primary Scan. Wenn ein Client, ein Oracle-Client, eine Scan-Adresse bekommt oder liest, dann passiert Folgendes. Ihr Scan sollte über DNS-Names, DNS-Server aufgelöst werden und Ihr Scan-Name sollte auf 3 IP-Adressen verweisen. Und wenn jetzt ein Oracle-Client, das ist genau, mittlerweile ist es ein SIG- und SIM-Client, da gab es früher auch mal Unterschiede, aber wenn jetzt ein Oracle-Client ein Scan Tupel zurückbekommt, also ein Satz von 3 IP-Adressen. Ja, was dann passiert ist, dann liest er die 3 IP-Adressen durch und nimmt eine davon, um sich zu konnektieren. Und da gibt es jetzt ein paar Neuerungen, die hatten wir früher auch nicht. Zum Beispiel, dass dieses Tupel von allen Clients mittlerweile als ungeordneter Satz angesehen wird. In anderen Worten, Ihr DNS liefert die 3 IP-Adressen, die sich unter dem Scan befinden, immer in derselben Reihenfolge durch, es sei denn, der DNS selber hat ein Round-Robin-Verfahren. Das heißt, wenn Sie ein NS-Lookup machen gegen Ihren Scan-Name und Sie machen das 3, 4, 5 Mal in Folge, um genug Tests zu haben, wenn der DNS kein Round-Robin hat, kommt das Tupel, also die 3 IP-Adressen, immer in derselben Reihenfolge zurück. Wenn Ihr DNS ein Round-Robin-Verfahren anbietet, dann kommt das Tupel in unterschiedlichen Reihenfolgen zurück. Und warum macht das ein DNS? Ja, das macht er, damit Requests gegen die IP-Adressen nicht immer in derselben Reihenfolge durchlaufen, sodass nicht immer der Client die erste Adresse nimmt, sondern gegebenenfalls mal in anderer Reihenfolge, sodass auch andere IP-Adressen verwendet werden. Macht aber jetzt auch nichts mehr, weil egal was der DNS macht, mit 12.2 und höher sind alle Oracle-Clients darauf getrimmt, zu sagen, okay, wenn ich da so ein Tupel von IP-Adressen bekomme, nehme ich eine davon und nehme diese her und verbinde mich dagegen. Und dadurch haben wir auch diesen Load Balance Equals gleich On-Parameter. Ja, das heißt, dieses random Verwenden oder zufällige Verwenden einer IP-Adresse ist ein Load Balancing-Verfahren und das ist halt explizit nochmal ausgedrückt hier über Load Balance gleich On. Das heißt, wenn das Tupel zurückkommt, egal welche Reihenfolge es hat, da wird nochmal ein Load Balance-Verfahren darüber verwendet und eine von den 3 IP-Adressen wird dann genommen. Und dann geht der Client hin und connectet sich gegen diese IP-Adresse. Und da gibt es jetzt verschiedene Szenarien, die passieren könnten. Der Idealfall ist natürlich, dass die IP-Adresse verfügbar ist. Könnte aber mal sein, dass die IP-Adresse nicht verfügbar ist. Und wenn sie nicht verfügbar ist, dann gibt es halt so ein paar Situationen, die unterschiedlich sind, will ich mal sagen. Der einfachste Fall, wie immer im Leben, ist, wenn sie ganz und gar nicht verfügbar ist, und der TCP-ISPAC hat das auch schon längst festgestellt, wenn nämlich dann eine IP-Adresse nicht verfügbar ist und sie versuchen sich dagegen zu verbinden, ja, dann kommt einfach eine Error-Meldung zurück, kann sich nicht verbinden. Das ist super. Der Client fängt das ab und verbindet sich gegen eine andere IP-Adresse in dem Scan-Tupel, das ich gerade beschrieben habe. Das ist super, weil da müssen sie nichts machen. Das macht der Client von alleine. Und wenn die zweite IP-Adresse dann durchläuft, dann hat sich da auch nur eine gewisse Verzögerung ergeben. Aber im Prinzip läuft alles wie geplant. Jetzt könnte es aber auch mal sein, dass eine IP-Adresse noch nicht so richtig in TCP-ISPAC als nicht verfügbar hinterlegt ist, sondern sie auf eine Anfrage einer Konnektionsverbindung einfach sehr langsam reagiert. Ja, das ist dann suboptimal, weil wir wissen nicht so genau, wie lange es dauern wird, bis eine Nicht-Konnektion, also bis eine Nicht-Verbindung zurückgemeldet wird von dem Stack. Die Default-Parameter in TCP-ISPAC können durchaus für eine Verzögerung von Minuten führen. Das heißt, wir wollen da nicht dem TCP-ISPAC und dem Default unterlegen sein. Und deshalb haben wir dort Parameter eingeführt, die oben in der Adressliste genannt sind, insbesondere Retry Count und Retry Delay, aber natürlich zunächst auch mal der Transport Connect Timeout und Connect Timeout an und für sich. Jetzt kann man sich sagen, warum haben wir da unterschiedliche? Versuche ich mal kurz zu erklären. Nehmen wir an, mein Beispiel, das ich gemacht habe, läuft durch und sagt, okay,
ich verbinde mich jetzt gegen eine IP-Adresse und ich komme gar keine Antwort zurück. Jetzt kann man natürlich mal lange warten, aber das macht ja keinen Sinn. Deshalb sagen wir jetzt Transport Connect Timeout equals to 3. Transport Connect Timeout entspricht 3. Das heißt, wir warten 3 Sekunden, bis eine IP-Adresse uns eine Antwort gibt. Und wenn die IP-Adresse in 3 Sekunden nicht mit einer Antwort zurückkommt, nehmen wir die nächste im Tuppel. Das macht der Parameter. Und das Ganze machen wir genau 20 Mal. Das sagt Retry Count. Retry Count sagt das nicht. Das heißt, wir nehmen die nächste Adresse im Tuppel. Ich bin ja noch bei den Scan-Tuppeln. Also das heißt, wir nehmen die nächste Adresse im Tuppel, warten wieder 3 Sekunden, bis wir uns dagegen verbinden können. Hoffentlich die zweite IP in dem Adresstuppel funktioniert sofort. Dann müssen wir uns darüber auch gar keine Sorgen machen. Sodass also innerhalb der ersten Adressliste wir hier gar keine großen Probleme haben. Das heißt, wir können da sagen, okay, nach ungefähr 10 Sekunden hat hoffentlich eine Konnektion gegen den primären Scan stattgefunden. Wenn das nicht der Fall ist, durchlaufen wir nochmal diese Sequenz. Das heißt, wir haben jetzt alle 3 IP-Adressen im primären Scan durchlaufen mit gewissen Tests und die sind alle negativ zurückgekommen. Ja, dann durchlaufen wir diese Sequenz noch einmal und das ist, wo Retry Count und Retry Delay zum Tragen kommen, weil so IP-Adressen in einem Scan-Cluster, die können schon mal überfallen. Da kann es schon mal sein, dass wir unglückliche Zeiten erwischt haben. Letztendlich wissen wir halt noch nicht, was los ist. Das heißt, wir versuchen uns nochmal gegen die Primärdatenbank zu verbinden und das Ganze nochmal durchzulaufen. Also das Tuppel wird nochmal durchlaufen. Und das machen wir 20 Mal hier bei Retry Count equals to 20. Und mit einem Retry Delay von 3. Das heißt 3 Sekunden. Und das heißt nach ungefähr einer Minute und Durchlaufen desselben sind wir da also dann fertig mit diesem Retry. Das ist allerdings in Verbindung zu sehen mit den Individual IP-Tests im Tuppel. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja sehr lange. Und da stimme ich Ihnen auch zu. Für einen initialen Connect ist das sehr, sehr lange. Aber Sie dürfen natürlich nicht vergessen, dass dieser TNS-Connector-String nicht nur für den initialen Connect funktioniert. Und da möchte ich ganz sicherstellen, dass wir das auch so sehen. Der initiale Connect sollte immer gut sein. Ja? Das heißt, Sie bauen ein neues Datenbanksystem oder Sie haben etwas und alles ist in Ordnung. Ja, dann ist es ja egal, wie oft Sie es probieren oder wie oft der Delay ist oder wie lang der Delay ist, weil Ihr initialer Connect sollte ja in der Regel gegen den primären Scan direkt durchgehen. Wir sollten eigentlich gar nicht in die Not gelangen, dass wir da uns nochmal verbinden können. Diese ganzen Parameter, die wir da haben und das Retry, das ist mehr für den Fall, wo wir gegebenenfalls eine nicht ordnungsgemäße Situation vorfinden, wo wir also ein Problem haben auf der Primärdatenbank. Jetzt gibt es natürlich für immer so den Fall, dass einige Anwendungen sich gerade verbinden wollen, wo wir das Problem haben oder der Überfall. Und das ist, wo diese Parameter ziehen. Und da haben wir von Kunden oft gesehen, dass die beiden Fälle unterschiedlich wiegen und dann optimieren für den initialen Connect. Das sollten Sie nicht machen. Dieser TNS-Connector-String ist daraufhin gebaut worden, dass der Überfallfall mit der geringsten Zeit abgedeckt werden kann. Zugleich wollten wir sicherstellen, dass der höchste Erfolg zu einer Wiederverbindung an der Standby gewährleistet ist. Für einen initialen Connect in einer nicht problembasierten Situation, also das heißt, wenn alles in Ordnung ist, ist der Connector-String perfekt, weil Sie laufen gar nicht Gefahr, dass Sie da öfter mal probieren müssen. Sie laufen direkt in den ersten Primary Scan, verbinden sich und Sie sind fertig. Jetzt kann man noch weiter unterscheiden zwischen IP ist nicht verfügbar und Listener ist nicht verfügbar und Service ist nicht verfügbar. Da habe ich aber heute gar keine Zeit für. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieser TNS-Connector-String Ihnen helfen wird, wenn der Primärdatenbank-Rack nicht verfügbar ist, dass Sie sich auch gegen Ihre Standby-Datenbank verbinden können. Und da ist die Lösung ganz einfach. Wenn jetzt unsere Connect-Versuche zu dem ersten Primary Scan unerfolgreich waren, also erfolglos waren, dann geht der Client in die nächste Adressliste rein und verbindet sich gegen die zweite Adressliste hier und das ist unser Secondary Scan.
Und da ist es eigentlich sehr viel wahrscheinlicher, dass sie dort durch diese Retries laufen werden, weil wir müssen ja schauen, ja, wenn jetzt eine Primärdatenbank existiert und da hatten sie schon Clients, die sich verbunden hatten, und jetzt fällt die Primärdatenbank aus, dann ist ja die Reaktion dieser Clients, dass sie sich gegen die Standby verwenden wollen. Das gilt, wenn der gesamte Rack ausfällt, der gesamte Primärrack fällt aus und dann verbinden sich die Clients gegen die Standby-Seite. Da ist es wichtig, dass sie sich verbinden können und da ist es wichtig, dass sie aber auch gegebenenfalls warten, weil wenn der Rack ausfällt, dann dauert es in der Regel eine gewisse Zeit, bis die Standby-Datenbank verfügbar ist. Und diese Zeit müssen wir überbrücken mit dem Client in der Warteschlange sozusagen, weil wenn der Client sich einmal aus der Warteschlange herausgefunden hat, das heißt, ein Timeout ist expired oder er hat alle Adresslisten durchlaufen, wird ein Connection Failure zurückgeliefert an eine Anwendung und der Datenbankausfall ist transparent. Das wollen wir hier eben vermeiden. Wir wollen den Client so lange in der Warteschlange halten, bis ihre Datenbank, ihre Standby-Datenbank zum Beispiel verfügbar ist, sodass sich der Datenbank-Client auch wieder verbinden kann. Und daraufhin arbeiten diese Parameter, Retry Count. Das heißt nämlich, wenn der Primärscan ausgefallen ist, geht der Client in die zweite Adressliste und sagt, verbinde mich gegen das Tupel. Dann laufen wir durch die Tupel durch. Und wenn nachdem alle Tupel durchlaufen sind, immer noch keine Verbindung auf der Standby erfolgt werden kann, ja, dann gehen wir wieder durch und sagen, okay, lauf nochmal durch, 20 Mal, 3 Sekunden Delay. Und was wir auch setzen, ist ein Maximum Connection Timeout. Das heißt, oder nicht Maximum, ein Connection Timeout. Und der hat eben den Grund zu sagen, okay, wenn nach 90 Sekunden, und der ist auch in Sekunden, noch keine Verbindung erstellt werden konnte, ja, dann fall halt über zu der anderen Adressliste. Und das können Sie sich auch so vorstellen, also Ihr Primary Client kommt rein, geht in die erste Adressliste rein, versucht sich gegen Primary Scan zu verwenden, läuft durch die Tuppe durch, läuft durch die Retry Counts, aber nur bis maximal 90 Sekunden. Wenn nach 90 Sekunden Ihr Primary Scan nicht erreicht werden kann, geht es über zum Secondary Scan, Tuppeldurchlauf, Retry Count, Retry Delay. Wenn dann nach 90 Sekunden wieder kein Connect erfolgen könnte, springt der Connect Timeout wieder an, würde in die nächste Adressliste gehen, aber hier gibt es keine, dann springt der Client raus. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist eine sehr lange Zeit, aber bedenken Sie bitte, wir gehen hier von einem Überfallzeitraum aus. Das heißt, Ihre Standby-Datenbank braucht ja auch ein paar Sekunden, bis sie da ist. Ihre Standby-Listener brauchen ein paar Sekunden, bis der aktuelle Service, der Current Service oder der Primary Service, wie wir sagen, registriert sind. Das heißt, sie müssen eine gewisse Failover-Wartezeit, insbesondere zur Disaster-Recovery-Seite, berücksichtigen. Innerhalb der Primary Scans, innerhalb einer Adressliste sind wir ja sehr viel schneller. Das heißt, sie verlieren eigentlich auch nicht so viel Failover-Zeit im RAC-Cluster. Und damit hoffe ich, haben Sie gesehen, dass dieser Connector-String viele Aspekte berücksichtigt, die Zeit meistmöglich versucht zu optimieren. Die initiale Connect sollte in der Regel kein Problem sein. Davon gehen wir mal aus, das ist eine faire Ansage. Aber sobald man sich in einem Problemfall oder einer Problemzeit befindet, da hat dieser TNS Connector String viele Parameter gesetzt und auch gute Kombinationen gesetzt, die Ihnen helfen werden, sich gegen eine andere RAC-Instanz oder eine andere Datenbank zu verbinden in der geringstmöglichen Zeit. Letzter Satz dazu. Und ich bin mir sicher, nachdem ich Ihnen das jetzt erklärt habe, dass es einige Kunden oder Partner geben, die sagen, ja, wir müssen aber sehr viel schneller sein. Und wenn Ihre zugrunde liegende Infrastruktur es erlaubt, dass Ihre Data Guard-Seite schneller startet zum Beispiel, ja, dann ist das auch okay. Wenn nicht, würde ich Ihnen diesen Connector-String sehr gerne ans Herz legen. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, gibt es auch eine längere Präsentation dazu, habe ich hier unten verlinkt, sowie in weiteren Seiten. Und wie ich anfänglich schon gesagt habe, dieser Connector String ist nur ein Teil einer gesamten Strategie, die wir haben, um Ihre Anwendung hochverfügbar zu halten. Und während Oracle bis vor kurzem meistgeblich auf die Datenbank sich fokussiert hat, haben wir jetzt gesagt, ja, wir müssen unseren Kunden etwas anbieten, das auch die Anwendungen berücksichtigt. Und das nennen wir Continuous Availability. Continuous Availability setzt allerdings voraus, dass Sie verschiedene Hochverfügbarkeitskonfigurationen und Komponenten auf verschiedenen Ebenen verwenden. Also wenn Sie hier mal links sich das anschauen möchten,
Zum Beispiel im Server gehen wir davon aus, dass Sie Rack oder Rack OneNote haben. Das können Sie dann auch zusätzlich absichern mit Active Data Guard oder Golden Gate. Active Data Guard hatte ich jetzt mal in meinem vorherigen Beispiel angenommen. Wir gehen auch davon aus, dass die Anwendung alle Flex ASM verwenden, Flex oder nicht Flex, aber ASM verwenden. Das ist nicht zwingend erforderlich, es vereinfacht einige Fälle, kann man aber auch anders gestalten. Was ganz, ganz wichtig ist, und darauf hatte ich Sie auch gleich am Anfang hingewiesen, ist, dass Sie bitte, bitte, bitte Services verwenden sollen. Services nicht nur für Location Transparency, also für Lokationsunabhängigkeit, wie es hier genannt ist. Also stellen Sie sich das so vor, wenn Ihr Service Golden Cloud Gold, den wir verwendet haben für das vorherige Beispiel, auf dem ersten Rack-Cluster läuft und dann zur DataGuard-Seite überfällt, dann wird auch der Service zur DataGuard-Seite übergefallen. Ihre DataGuard-Seite hat aber ganz andere IP-Adressen wahrscheinlich, hat auch einen ganz anderen Namen, was Hostnamen betrifft. Und trotzdem können Sie halt über den Service Ihre Anwendungen dahin transparent leiten. Das meinen wir mit Location Transparency. Sie können auch weitere Failover-Parameter an Services mitgeben. Insofern optimieren Sie da Ihren Failover-Service, wie Sie es gerne hätten. Sie können zum Beispiel angeben, ob ein Service Application Continuity verwenden soll oder ganz besonders Transparent Application Continuity. Was bedeutet, dass in-flight oder uncommitted Transaktionen, dass die eben weitergefahren werden oder replayed werden können auf der Standby-Seite. Das können Sie per Service angeben. Das müssen Sie nicht global für die Datenbank haben. Und insofern gibt es da verschiedene Komponenten und ich würde gerne mit Ihnen über alles sprechen. Leider bleibt mir nicht die Zeit. Ich habe jetzt nämlich nur die zweite Hälfte dieser Präsentation für den zweiten Teil dessen, was RackReady meinen könnte. Aber mal unter uns. Für den meisten Fall ist es so, dass RackReady genau das meint. Meine Applikation skaliert erstmal gar nicht auf Rack. Vielleicht fällst du über, das weiß ich ja noch gar nicht, aber in meinem ersten Test habe ich festgestellt, meine Applikation hat nicht so skaliert, wie ich mir das vorstelle. So, und da will ich also dann kurz mit Ihnen diskutieren, was wir da tun können. Aber zunächst einmal ein paar Klarstellungen. Wir werden heute auch, oder sagen wir im Laufe dieser Woche, noch ein paar Posts machen hinsichtlich der New Generation Rack und da spielt das eben eine Rolle. Was ich meine ist, Oracle Rack hat über Jahre hinweg alle Feature, das heißt alle Feature der Oracle Datenbank skaliert. Pluggable Databases, Oracle in Memory, Oracle Data Guard mit der Multiple Instance Recovery Apply. Wir haben auch die meisten Enterprise-Applikationen skaliert. Sei es jetzt BE Business Suite oder SAP. Beide haben sich auf RAC zertifizieren lassen. Das heißt, sie können diese Anwendungen, sehr komplexe Anwendungen auf RAC skalieren lassen. Und das Gleiche gilt auch für alle oder für fast alle Custom Applications. Custom Applications sind eigentlich viel, viel besser für RAC, weil wenn die nicht skalieren, könnte man sie optimieren. Das heißt, wenn der Anwender oder der Anwendungsentwickler uns den Code oder die Gelegenheit gibt. Aber im Großen und Ganzen gehen wir natürlich damit von aus, dass mit RAC die Anwendungen skaliert werden können, ohne die Anwendung anzupassen. Ganz besonders auch auf Oracle Exadata Datenbankmaschinen. Und dazu komme ich dann gleich noch später, warum das ist. Kurz zu den Scaling Principles. Bei RAC ist es halt so, dass wir die gesamte CPU-Power, und ich belasse es mal bei Prozessorkapazität oder CPU-Power berücksichtigen. Da gibt es auch Memory oder RAM Dinge zu berücksichtigen, aber ich lasse es mal, basiere mal meine Erklärung auf Prozessorkapazität. Und wenn Sie sich also so ein Scaling Principle dann mal anschauen, also so ein Prinzip, wie man da die Skalierung vorhersagen kann, ist es halt so, nehmen Sie sich einen Single Server, also einen einzelstehenden Server, und da haben Sie jetzt 4 CPUs und eine entsprechende Menge von Memory, von Hauptspeicher, und damit können Sie so und so viele Anwendungen bedienen oder so und so viele Anwender innerhalb der Anwendung bedienen, was halt Durchsatz betrifft oder und Antwortzeit. Wenn Sie das Ganze auf RAC verteilen, verteilen Sie die CPUs und den Hauptspeicher auf verschiedene Server. Das ist jetzt erstmal die erste Annahme. Das heißt, 4 CPUs auf der linken Seite werden zu jeweils 2 CPUs in einem Server auf der rechten Seite verteilt. Unter der Annahme, dass dieser Server dann einen RAC-Verbund darstellt und dass diese Anwender, die Sie oben sehen mit den Writes, dass sie dann auf einen RAC-Datenbank zugreifen können. Ich gehe auch einfach davon aus, dass wir nur Writes betrachten müssen. Reads skalieren in der Regel problemlos zu dem Grad, dass wir sie nicht gesondert berücksichtigen müssen zumindest. Da gibt es immer ein paar andere Sachen natürlich, wenn Sie jetzt
sich eben den Storage anschauen. Natürlich kann ihr Storage als Bottleneck für Reads gelten, aber diese Sonderfälle lasse ich jetzt erst einmal weg. Ja, und dann ist es so, dass man sagen könnte, okay, jetzt hat natürlich der Rack genauso 4 CPUs oder 4 Prozessoren wie die Single-Systeme auch. Das Problem ist, während wir das so berücksichtigen, ist es natürlich im Rack so, dass wir nicht davon ausgehen können, dass er 100% skaliert. Das haben wir marketingtechnisch so ausgedrückt, dass Rack nearly linearly, das heißt fast linear skaliert. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen einfacher formulieren würde, ist es so, dass eine Erwartungshaltung sein sollte, Expectation, dass eine Anwendung auf Rack zu 90% so gut skaliert wie eine Anwendung auf einem Single-System. Das heißt, wenn ich bei meinem 4-CPU-Beispiel bleibe, in einem Single-System haben Sie 4 CPUs, in einem Rack-System sollten Sie eine Skalierung über CPUs sehen, die 90% davon entspricht, also rund 3,6 CPUs. Das heißt, ein bisschen Verlust haben Sie da und das ist so, was landläufig als Rack-Overhead gilt. Und in Rack Product Management gucken wir uns ja nicht nur eine Anwendung an, wir gucken uns ganz viele Anwendungen an, meistens solche, die nicht skalieren. Aber letztendlich ist es so, dass über alle Anwendungen, die wir uns so über die Jahrzehnte hinweg, und ja, wir haben ja nur schon 20 Jahre Rack, über die Jahrzehnte hinweg angeschaut haben, die meisten skalieren eigentlich innerhalb der Erwartungshaltung, also um die 90%. Ja? Da gibt es immer mal ein paar schwarze Schafe hier, markiert in Rot, in meiner Liste von, symbolisierten Liste von Applikationen, die nicht so gut skalieren. Und da gilt dasselbe, was gilt, wenn Sie überall anders Performance-Tuning machen wollen. Wenn Ihre Applikation mit einer Skalierungsrate von, sagen wir mal, 80-90% skaliert, oder auch um die 80%, ja, das mag vielleicht nicht Ihre Erwartung gewesen sein, aber im Prinzip ist es schon noch unsere Erwartungshaltung. Also im Prinzip, was ich sagen will, ist, das kann man optimieren wahrscheinlich, doch ist der Aufwand, es zu optimieren, zu groß im Vergleich zu dem Benefit, den Sie da haben könnten. Wenn eine Anwendung allerdings unter 80% Skalierbarkeitsleistung skaliert auf Rack, ja, dann sollten Sie sich diese Anwendung mal anschauen. Und da kommt es jetzt darauf hin, dass die meisten Kunden sich erstmal die Datenbank anschauen. Das ist zwar auch logisch, allerdings muss man sagen, die besten Optimierungen, wenn eine Anwendung nicht skaliert, wie erwartet im Rack, bekommt man durch eine Applikationsanpassung. Die Schema oder die Datenbank kann man dann zwar auch nochmal anpassen, das komplementiert das Ganze auch noch, allerdings ist es das beste Resultat wird eine Anwendungsanpassung darstellen. Ja, und da kann man dann auch gleich schauen, was muss man denn machen, um eine Anwendung gegen Rack skalieren zu können. Und da habe ich jetzt hier so ein paar Musts mal gelistet. Und das können Sie dann machen für neue Anwendungen und das können Sie auch machen für existierende Anwendungen. Wenn Sie eine neue Anwendung haben, die Sie auf Rack betreiben möchten, dann gucken Sie sich das mal an, ob diese Anwendung diese Dinge tut. Und wenn sie diese Dinge tut, die ich gleich mit Ihnen durchlaufen werde, ja, dann ist es nicht so günstig. Das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen Pipes vermeiden. Da gibt es ein Package, dbms_pipe, in der Oracle-Datenbank. Das ist ein hervorragendes Package, das erlaubt, sehr schnelle Pipes aufzubauen zur Kommunikation. Problem ist allerdings, dass diese Pipes auf Betriebssystembasis reflektiert sind. Insofern besteht eine Pipe immer nur auf dem einen Server, wo sie auch geöffnet wurde. Wenn jetzt dieser Server ausfällt, und das kann ja mal passieren im Rack, deshalb haben Sie ja Rack, dann fällt Ihre Anwendung zu einem anderen Server im Rack verbunden über, findet aber dort diese Pipe nicht mehr geöffnet, weil die Initialisierung des Öffnens der Pipes auf dem Server gar nicht stattgefunden hat. Das können Sie jetzt auf zweierlei Weise angehen. Sie könnten schauen, dass Sie die Pipe jedes Mal öffnen, wenn ein Überfall stattgefunden hat. Das ist allerdings ein bisschen kompliziert und um mal ganz ehrlich zu sein, tut das auch gar nicht Not, weil Sie können nämlich die Pipe-Funktionalität sehr einfach durch Advanced Queuing-Funktionalität ersetzen. Ob das jetzt einfach aus Anwendungssicht ist, das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Advanced Queuing hat aber auch andere Vorteile im Rack. Wir haben also die Advanced Queues skalierbarer gemacht im Rack-Umfeld. Das heißt, Dinge, die Sie vorher mit Advanced Queuing gesehen haben, vor 19c, werden Sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehen. Insofern ist Advanced Queuing da eine gute Lösung. Und Pipes sollten Sie einfach nicht verwenden. Da gibt es auch nicht viel zu diskutieren, aber ich gebe Ihnen nachher nochmal einen Link zu einem White Paper, das dann auch noch mehr erklärt. Sie sollten Connection Pools verwenden. Connection Pools haben ganz viele Vorteile. Ich glaube, die meisten sind Ihnen auch bekannt. Zum einen reguliert ein Connection Pool die
Anzahl der physikalischen Verbindungen gegen die Datenbank. Das hilft mit Memory, das hilft mit der Verwaltung von diesen Foreground-Prozessen. Aber Connection Pools können auch logische Verbindungen zur Datenbank nutzen und dynamischer nutzen als physikalische. Das heißt, Connection Pools können mit dem Load Balancing von Connections helfen. Wir haben Fan Events, Fast Application Notification Events. Wenn ihr Connection Pool Fan enabled ist, können Sie dort sehr dynamisch Ihre neuen Anfragen über die Rack-Instanzen skalieren oder Load Balancen. Ich habe Ihnen da auch mal einen White Paper Link gegeben, wo Sie das dann nachlesen können. Also das heißt, Connection Pools ist etwas, was wir Ihnen ans Herz legen, und ich darf so weit gehen zu sagen, ja, das sollten Sie verwenden oder müssen Sie verwenden. Deshalb ist es hier auf der Must-Do-Seite. Wenn Sie einen Nummernkreis generieren möchten, also sprich eine heraufzählende Nummer für zum Beispiel Bestellungen oder Rechnungen haben wollen, ja, dann sollten Sie Sequenzen verwenden. Sequenzen sind kein neues Konzept bei Oracle, die gibt es schon sehr, sehr lange. Das Problem mit Sequenzen, auch die wir bisher hatten, auch im RAC-Umfeld, war, dass die nicht immer so skaliert haben, wie sie sollten. Da wollen wir mal ehrlich sein. Es gab immer mal ein paar Fälle, wo entweder die Sequenz die nächste Nummer nicht so schnell genug zurückgegeben hat oder generell ein Problem im RAC spezifisch, dass eine Sequenz zwar gecached wurde, aber immer noch geordert war, das heißt in Order die Nummer zurückgeliefert hat. Das hat sie, je nachdem, wie ihre Anwendung sich verhalten hat, trotz der Sequenz, trotz des Caches, die Nummerngenerierung zu einem Write-Growing-Index-Problem führen können. Ich muss das mal schnell erklären. Wenn Sie das nachlesen können wollen, zeige ich nachher nochmal einen Präsentationslink. Bottom line oder zusammenfassend kann man sagen, also die Sequenzen, die wir hatten vor 18c, waren zwar schon sehr gut, haben aber ein paar Sonderfälle nicht skaliert. Deshalb haben wir seit 18c und mit weiteren Erweiterungen in 19c skalierbare Sequenzen, Scalable Sequences, da gibt es auch gleich nochmal ein Slide zu, eingeführt, und die sollten Sie verwenden, das heißt Sequenzen verwenden. Und wenn Sie Sequenzen schon verwenden, dann machen Sie eine skalierbare Sequenz daraus. Da zeige ich Ihnen gleich, wie das geht. Und zum guten Schluss, ja, sollten wir Write Contention vermeiden. Und Write Contention ist eigentlich das größte Problem, wenn eine Anwendung nicht auf RAC skaliert. Und wenn eine Anwendung nicht auf RAC skaliert, da darf ich auch sagen, hat Ihre Anwendung wahrscheinlich irgendwo ein Write Contention Problem. Das muss nicht das einzige Problem sein, das mag auch nicht das größte Problem sein. Aber eine nicht skalierende Anwendung ist in der Regel irgendwo, irgendwie zu einem gewissen Grad, sieht die da halt so eine Write Contention. Das kann auf User-Daten sein, das heißt auf Daten, die die Anwendung selber verwaltet. Das kann aber auch auf Metadaten sein, Daten, die Oracle für die Anwendung und die User-Daten verwalten muss. Typisches Beispiel wären Indizes. Ja? Indizes können eine Contention aufzeigen, unabhängig der User-Daten, zum Beispiel dadurch, dass sie ein Write-Growing-Index-Problem generiert haben über Sequenzen. So hängen diese Dinge zusammen, und deshalb sollten Sie Write-Contention vermeiden. Das ist aber einfach gesagt als getan, und da gebe ich Ihnen jetzt in Folge noch ein paar Tipps für. Komme ich aber nochmal kurz zurück zu den Scalable Sequences. Die gibt es also jetzt seit 18c in der Oracle-Datenbank. Und was wir da einfach machen, ist Folgendes. Wenn Sie eine Sequenz anlegen, dann können Sie hier unten sehen, ich habe das rot umrandet, dass die einerseits als Scale, Extend, No Extend oder No Scale definiert werden kann. Und Scale ist eben neu, entsprechend ist No Scale auch neu, dass man sagt, okay, wenn Sie Scale verwenden, dann wird intern ein Algorithmus verwendet, der zusätzlich zu der Nummer, die wir wiedergeben, intern die Instanz-ID berücksichtigt und ein paar andere session-spezifische Informationen. Und das machen wir dazu, dass wir dann ein Offset erzeugen können, ein Offset zu der nächsten Nummer intern, sodass wir dann halt zwar eine Order noch bekommen, aber letztendlich nicht immer ein Write-Growing-Index-Problem haben. Ja? Und das ist halt etwas, was hilft, wenn Ihre Applikation ein Write-Contention-Problem auf einem Index hat. Schauen Sie sich das einfach mal an, ob die Sequence, insbesondere die skalierbare Sequence dort, Ihren Anwendungs genügt. Und wenn Sie Feedback haben, bitte gerne an mich.
Das Feature ist seit 18c verfügbar, hat sich aber noch nicht so richtig durchgesetzt, wie wir sehen. Das heißt, wenn Sie das mal testen möchten, wäre ich für Feedback sehr dankbar. Komme ich zu der Contention. Und auch hier nochmal, wie für den TNS-Strang vorher auch, ganz schnell durch die Basics. Contention gibt es immer mal. Ja? Auch in einem Single Instance oder einem Single Datenbank oder einer Singulär-Datenbank kann es eine Contention geben. Weil eine Contention im Prinzip, also eine Konzentration hier von Ressourcennutzung, ist einfach nur ein Resultat dessen, dass Sie in einem Multi-Anwender-System verschiedenen Anwendern den Zugriff auf dieselben Ressourcen erlauben, was gut ist. Allerdings, wenn jetzt viele, viele, viele Anwender auf eine geringe Anzahl von Ressourcen zugreifen möchten und das zur selben Zeit, ja, dann kommt es eben zur Contention. Genau wie wenn jetzt Sommerschlussverkauf ist und alle wollen halt in den Kaufladen rein, um dort die Sommerschlussverkaufspreise zu machen. Dieses Jahr wird das vielleicht anders aussehen, aber im Prinzip ist das auch eine Contention, weil nicht jeder kann gleichzeitig in den Laden. Und das gibt es eben auch bei der, das gibt's bei der Single Instance und das gibt es eben auch beim RAC. Der einzige Unterschied ist, dass wenn Sie jetzt eine Anwendung haben, die eine Contention beinhaltet, sprich ein Fall hat, bei dem die Anwender auf wenige oder nur eine Ressource gleichzeitig zugreifen wollen, ja, dann wird diese Contention nicht nur in einer Instanz stattfinden beim RAC, sondern über Instanzen hinweg. Und wenn Sie eine Contention auf eine Ressource über Instanzen hinweg beibehalten, erzeugen oder anderweitig sehen, dann kommt ein zusätzlicher Side-Effekt hinzu und der sagt eben, dass wir dann erhöhte Kommunikation über den Interconnect haben. Wir haben auch erhöhte Kommunikation auf dem Storage via den Redo-Logs. Das heißt, die Contention im RAC wird in der Regel ein wenig mehr Auswirkungen haben, negative Auswirkungen haben, als Sie das in der Single Instance bereits gesehen hatten. Deshalb gibt es eine generelle Regel, die hatte ich vorhin auch vergessen zu sagen. Eine RAC-Datenbank kann eine Anwendung nur dann skalieren, wenn Ihre Anwendung bereits in einer Single Instance Datenbank skaliert. Das heißt, wenn Ihre Anwendung bereits in einer Single Instance Datenbank nicht skaliert hat, sei es wegen CPU oder wegen Contention, ja, dann wird sie auch in einem RAC-Datenbank nicht skalieren. Allerdings für Contention oder die Contention-Problematik kommt dann erschwerend hinzu, dass wenn Sie eine Datenbank haben, eine Single-Instance-Datenbank haben, die eine Contention hat, ja, dann wird sie auch im RAC nicht besser, das wird dann nur noch schlimmer. Das ist einfach mal so. Die gute Nachricht ist, dann ist es aber auch egal, wie viele Knoten Sie haben, weil die Contention hat ja schon in einer Single-Instance stattgefunden. Das heißt, wenn Sie mehr Knoten hinzufügen, wird die hauptsächliche Contention immer noch sich auf eine Single Instance beziehen. Natürlich haben Sie mehr Anwender gegebenenfalls. Insofern wird sich die Contention-Situation weiter verschärfen. Aber sie verschärft sich nicht dadurch, dass Sie Knoten hinzufügen, weil im RAC kommunizieren wir über nie mehr als 3 Knoten. Das heißt, je mehr Knoten Sie da hinzufügen, irgendwann gleicht sich das aus. Was kann eine Contention hervorrufen? Ja, die 3 Beispiele, die ich hier habe, sind, wenn Sie zum Beispiel immer wieder auf einen und denselben Datensatz zugreifen müssen. Ja, zum Beispiel, Sie haben eine kleine Tabelle und alle Ihre Anwendungen oder Ihre Transaktionen in der Anwendung müssen auf diese Tabelle zugreifen. Typisches Beispiel wären Login-Tabellen oder Tabellen, die Nummernkreise kreieren. Ja, deshalb verwenden wir ja normalerweise Sequences. Wenn also eine Tabelle sehr klein ist und von vielen Anwendern sehr häufig benutzt wird, dann kommt es da zu sehr vielen transaktionalen Änderungen. Damit wird ein Block immer wieder angefasst und zwischen den Instanzen im RAC hin und her geschoben. Das ist ein Seitenresultat vom RAC. Ja, und das ist halt eine Contention. Im RAC kommt dann noch hinzu, dass jedes Mal, wenn wir so einen Block, der da zugegriffen wird, zu einer anderen Instanz schicken müssen, dann kommt es zu einem Redo-Log-Flush. Und ein Redo-Log-Flush schreibt halt alle Redo-Uncommitted oder Pending-Redo-Log-Informationen in die Redo-Log-Dateien. Das heißt, wenn Sie eine Contention haben auf User-Daten, die sich schon im Interconnect auswirkt, gibt es eine zusätzliche Auswirkung auf die Redo-Logs. Das heißt, Ihr Storage wird entsprechend weiter berücksichtigt. Jo, und dann gibt es halt noch den Fall, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe, dass nicht nur die User-Daten Contention verursachen können, sondern eben auch Metadaten. Ganz besonders eben Indexes. Und selbst wenn Sie Sequenzen verwenden, wie ich bereits gesagt habe, ist der Write-Growing-Index ein Problem. Write-Growing-Index in einem B-Tree-Index ist, wie Oracle ihn verwendet,
bedeutet nichts anderes, dass ihr B-Tray-Index, der so auf einer Route und dann nach unten hin leaves weggeht, dass der auf einer Seite stärker wächst als auf der anderen. Und dann wird er automatisch umgehangen. Das ist eine Funktionalität, die wir haben in der Oracle-Datenbank. Aber das Umhängen eines B-Tray-Indexes, der auf einer Seite stärker wächst als auf der anderen, bedeutet, dass wir die Route für einen gewissen Zeitraum vom Zugriff blockieren müssen. Und das machen wir über Instanzen hinweg. Das heißt, das Umhängen eines B-Tray-Indexes, selbst wenn es dann stattfindet, ist eine ressourcenintensive Operation im RAC und führt in der Regel dazu, dass Sie dort jedenfalls irgendwann mal eine Contention sehen werden, wenn es nicht schon das Schreiben selber ist. Und das können Sie, wie gesagt, hier nochmal nachlesen in der Präsentation, die ich da unten auch verlinkt habe für Sie. Ja, das habe ich Ihnen viel Theorie erzählt. Kommen wir mal zum konkreten Anwendungsfall. Wie kann ich denn eine Contention erkennen für eine Anwendung, die ich auf RAC betreiben möchte? Das ist relativ einfach. Da gibt es Enterprise Manager oder den AWR Report. Ich habe jetzt hier mal einen Auszug aus dem AWR Report von der Single Instance Datenbank auf der linken Seite. Und da sehen Sie auch, was ich gesagt habe. Auch in einer Single Instance Datenbank kann es Contention geben. Hier ist es eine Enqueue Contention. Eine Row-Lock-Contention. Das ist also ganz klar, Row-Lock-Contentions sind immer eine Contention dadurch, dass die Applikation auf einen kleinen Datensatz letztendlich auf eine Row intensiv zugreift. Im Cluster sieht das dann ein bisschen anders aus. Da gibt es andere Contentions und darüber sprechen wir jetzt in Folge. Allerdings sieht man die auch im Cluster. Beispiel 1. In meinem Beispiel 1 hier habe ich einen AWR-Report, Top 5 Times Foreground Events. Hat diese Anwendung ein Contention-Problem, ja oder nein? Die Antwort ist ja, aber es macht nichts. Ich darf Sie kurz dadurch führen. Vergessen Sie mal die Klarstellung hier, das ist für die Situation, also wir haben einen Accurate Average 109 Mikrosekunden. Was wichtig ist, dass diese Anwendung hier auf einem Cluster läuft, das sehen Sie daran, dass Sie GC Current Block 3-Way und 2-Way haben, oder GCCR Grant 2-Way haben, das sind Cluster Operationen und diese Cluster-Operationen in der Regel können eine Contention vorschlagen, können suggerieren, dass eine Contention ist. Allerdings muss man sagen, dass diese GC Current und GC Grant Events sehr wenig von der generellen Datenbankzeit in Anspruch nehmen. Sie liegen also bei 6%. Und im Großen und Ganzen ist das nicht so gravierend. Ja, das muss man halt so sehen. Das sind die Top 5 Events. Rate Events, die Sie in der Datenbank sehen, da werden Sie immer ein Rate Event sehen, gravierend oder nicht. Insofern, hier, das ist eine nicht gravierende Situation. Ich würde jetzt allerdings auch nicht sagen, dass man diese Datenbank intensiver weiter diese Anwendung weiter ausfahren sollte. Im Prinzip können Sie hier die zwei im RAC betreiben. Sie haben wahrscheinlich hier ein Drei-Knoten-Cluster zumindest, weil Sie GC Current Block 3-Way haben. Das heißt, Sie haben zumindest mal mehr als zwei Knoten oder zumindest zwei Knoten. Das läuft alles so gut. Wenn Sie keine Performance-Probleme in dieser Anwendung sehen, müssen Sie das nicht tun. Letztendlich können Sie natürlich immer mal schauen, ob da nicht was zu verbessern ist. Example 2, und ich mache das mal ein bisschen schneller, weil wir so ein bisschen ans Ende der Zeit kommen. In Example 2 hat eine Index-Contention. Index-Contention steht ganz klar dort. Ja, die ist bei 5%. Das kann man dann hinter im AWR-Report woanders auch nochmal sehen. Wir haben dann auch noch GC Buffer, Busy Acquire und Busy Release und GC Current Block Busy. Das sind alles Indikatoren für eine Contention, aber mehr als ein Indikator kann man das hinterher nochmal sehen, wo zum Beispiel der Transfer Delay herkommt. Das liegt nämlich daran, dass wir hier in dieser Anwendung auch ein Log-File, Read-Log-File-Problem haben. Und wenn es das nicht wäre, die 18% und 11,5% Cluster Weights, die wir da haben, das sind Indikatoren, dass diese Anwendung sich mal nicht so gut auf dem RAC bewegen wird. Und wenn diese Anwendung bereits auf dem RAC läuft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Anwendung nicht in Erwartungen skaliert. Und da muss man einfach mal was tun. Also diese Anwendung muss optimiert werden. Na, was können Sie tun? Eine Lösung, muss ich einfach mal sagen, ist Exadata zu verwenden. Das hat mehrere Gründe. Das liegt nicht daran, dass Exadata jetzt so tolle Hardware ist, aber wir haben auf der Hardware ein paar Erweiterungen vorgenommen, die es uns erlauben, Contention-Problematiken zu lösen. Zusätzlich zu dem Fakt, dass wir natürlich auf Exadata immer ein InfiniBand haben, das heißt einen sehr schnellen und sehr großen Kommunikationskanal. Wir nutzen Smart Fusion Block Transfer. Also vorhin hatte ich ja gesagt, dass wenn immer eine Contention besteht zwischen zwei Instanzen, ein Block muss hin und her geschickt werden.
dass dann die Redlogs geflasht werden. Das ist in der Regel ein zweifacher Step, das heißt erst flaschen, dann schicken. Auf Exadata ist das nur ein Step, das heißt wir flaschen die Redlog-Informationen, die Pending-Redlog-Informationen und shippen den Block, der angefragt wurde, zur selben Zeit. Das können wir aus verschiedenen Gründen auf Exadata machen, das geht auf die generische Hardware nicht. Und dadurch haben wir da einen gewissen Vorteil, was Log-Writes zum Beispiel betrifft oder das Warten auf den Log-Flush. Ja, und dann haben wir dort ein paar Optimalisierungen, die sind allerdings nicht Exadata-spezifisch, die sind 19c oder 18c-spezifisch, die Sie nutzen können. Das heißt, wenn Sie eine Index-Contention zum Beispiel sehen oder Leaf-Block-Splits, dann gibt es eine generelle Empfehlung von Oracle, zu sagen, schauen Sie sich mal Oracle RAC 18c an oder in verlängerten 19c, weil da haben wir einige Veränderungen vorgenommen, speziell für Applikationen, die diese Write-Contention haben. Wenn Sie diese Write-Contention nicht abdecken können, dadurch, dass Sie mal eben kurz auf Exadata wechseln, was ich verstehen könnte, oder upgraden können, gibt es diverse Möglichkeiten, die Contention in der Applikation anzugehen. Leider kann ich über die heute nicht sprechen. Da gibt es allerdings das Slide-Deck auf meiner Slideshare und den einen hatte ich Ihnen auch schon gelinkt, der Sie da durchführen wird. Zum Beispiel für Index-Contention können Sie einen Reverse-Index anlegen oder einen Partition-Index anlegen. Da gibt es also ein paar Tipps, die wir Ihnen an den Weg, die an die Hand legen können, wie Sie eine Contention lösen können, wenn Sie nicht zu 19c upgraden können oder kurz mal Exadata verwenden können. Wie gesagt, 19c hat da signifikante Erweiterungen in dem Umfeld. Es lohnt sich also, sich das mal anzuschauen. Ob sie auf Exadata sind oder nicht, ist dann erstmal zweitrangig, weil es gibt sehr viel mehr Erneuerungen und einige davon habe ich Ihnen hier mal gelistet im RAC-Umfeld, die wir eigentlich gar nicht so groß bekannt gegeben haben. Also diese Slide zum Beispiel zeigt hier einige Performance-Feature über die letzten 2 Jahrzehnte oder seit 9i bis einschließlich 19c. Die meisten dieser Performance-Feature haben wir gar nicht dokumentiert. Und der Grund ist zweifach. Wenn wir jetzt diese Feature, die an und für sich alle sehr kleine Feature waren in dem jeweiligen Release, dokumentiert hätten, wären 2 Dinge passiert. Eins, jeder hätte geschaut, welche Auswirkungen dieses eine Feature hat. Und manche dieser Feature sind an und für sich sehr schlecht messbar. Sehr schlecht messbar, weil man sehr schlechten Test dafür kreieren kann. Oder B, eben selbst wenn ein Test besteht, sind die sehr schwer nachvollziehbar oder messbar. Das Zweite ist, jedes Mal, wenn Oracle ein neues Feature einführt, dann ist die erste Frage, die wir bekommen, immer, ja, wie kann ich denn dieses Feature ausschalten? Ja, aber das sind ja alles performance-verbessernde Feature. Und die sind auch so, dass die in der Regel keine Verschlechterung einführen. Ich weiß, da gibt es andere Bereiche, wo das nicht so gilt. Aber deshalb haben wir die auch nicht dokumentiert. Die sind aber alle drin. Und in 19c hat die Ansammlung aller dieser Feature signifikante Verbesserungen herbeigeführt. Das heißt, wir würden da vorschlagen, sich das mal anzusehen. Jetzt habe ich so ungefähr 3 Minuten noch, die ich dann zum Testen ansprechen kann. Und dann lasse ich mal Thomas entscheiden, ob wir Fragen noch beantworten werden. Ist ja auch schon spät in Deutschland. Aber um das mal zusammenzufassen, jetzt haben Sie ja gesehen, ja, wie man Contention identifizieren kann, gegebenenfalls lösen kann, welche Dinge Sie tun müssen für den Hochverfügbarkeitsfall. Was kann ich denn jetzt tun, um eine Anwendung zu testen, ist die ausbleibende Frage. Und da gibt es eigentlich nur 4 Möglichkeiten. Ne? Das eine ist relativ einfach. Benutzen Sie ein dediziertes Oracle RAC-System. Auch wenn es nur temporär ist, Sie haben vielleicht ein Integrationssystem, machen Sie das Integrationssystem zum Testsystem kurzfristig und testen. Da kann Real Application Testing, RAT, kann zum Beispiel verwendet werden, um Loads zu generieren. Aber ich denke, das ist jetzt gar kein Geheimnis. Was einige Kunden von uns getan haben, ist, wir haben auf RAC OneNode standardisiert. RAC OneNode hat den Vorteil, dass im ersten Schritt immer nur eine Instanz aktiv ist. Das heißt, Sie können auf RAC OneNode Ihre Anwendung standardisieren. Dann haben Sie immer den Vorteil der Hochverfügbarkeit von RAC OneNode. Das ist eine Failover-Lösung. Sie haben aber auch die Möglichkeit, und das ist, warum ich das hier nenne, Sie haben dieselbe Infrastruktur wie ein vollständiger RAC und jede RAC OneNode-Datenbank kann kurzfristig mal schnell eben in eine RAC-Datenbank umgewandelt werden. Das heißt, wenn Sie eine Anwendung von RAC One zu RAC
umwandeln möchten, weil sie auf einmal feststellen, sie brauchen die Skalierbarkeit, können sie das online machen, das geht relativ schnell und wenn es nicht klappt, können sie eben immer ganz schnell zurückgehen zu Record Note. Dasselbe geht nicht, wenn sie von einer Single Instance kommen, weil ihre Single Instance in der Regel nicht die ganzen Komponenten bereits verwendet. Zum guten Schluss kann man natürlich auch noch die verschiedene Rack Deployments in der Oracle Cloud verwenden. Ja, da gibt es eine 2-Knoten-VM oder natürlich auch Exadata-Services, die Sie dann verwenden können, wenn Sie auch den Exadata-Aspekt der Verbesserung sich anschauen möchten. Das geht auf der 2-Node-VM eben nicht. Ich darf auch darauf hinweisen, dass der Autonomous Data, dass die Autonomous Database sowohl Dedicated als auch Share as Serverless oder Share, beide funktionieren auf Basis von Rack. Wenn Sie allerdings speziell Rack-Funktionalität nutzen möchten, empfehle ich Ihnen, die Dedicated-Version zu benutzen. Da können Sie dann mit CDM auch später mal hinmitgehen, momentan noch nicht. Aber Dedicated Autonomous hat einige Erweiterungen für Rack. Das muss ich auch noch sagen. Wenn Sie also sagen, okay, ich möchte gerne Rack testen, ich würde auch die Autonomous-Datenbank verwenden, bitte schauen Sie sich diese Präsentation an, weil die Autonomous-Datenbank hat zwar auf Rack standardisiert, sprich Autonomous Datenbank ist immer Rack, aber es gibt einige Optimierungen, die wir im Autonomous Datenbank vornehmen, für Rack, die Sie einfach mal berücksichtigen müssen, wenn Sie Autonomous Datenbank nehmen möchten, um zu testen, sprich um Ihre Applikation gegen Rack zu testen. Das ist nicht so die genau selbe Konfiguration, die Sie wahrscheinlich auf On-Premises, wie man so schön sagt, oder außerhalb der Cloud verwenden möchten. Und da möchte ich Ihnen hier diesen Slide-Deck ans Herz legen. Also wenn Sie sich mal anschauen möchten, wie Rack in die Autonomous Datenbank integriert ist, hilft dieser Slide-Deck, der dort zu meiner Slideshare verweist. Im Zuge von mehr Informationen, zwei Dinge noch. Ich hatte ganz zu Anfang über Continuous Availability gesprochen für die erste halbe Stunde im Zusammenhang des TNS-Connector-Strings. Wenn Sie sich das nochmal nachlesen möchten und auch die Autonomous Daten, die Application Continuity in dem Zusammenhang verwendet werden kann, auch für die Autonomous Datenbank, wollte ich sagen, dann ist das linke Paper, Continuous Availability, Best Practice for Applications Using Autonomous Datenbank, sehr interessant. Das ist auch interessant außerhalb von Autonomous, weil es beschreibt sehr viele Funktionalitäten von Application Continuity. Wenn Sie sich nochmal anschauen möchten, welche Must-Dones und andere Empfehlungen wir haben, um Ihre Applikation auf Rack skalierbar zu machen, dann gibt es ein White Paper zu dem, was ich Ihnen auf der einen Slide so schnell mal durchgesagt habe. Application Development Best Practices for Oracle Real Application Clusters, der Developer Checklist. Da gibt es dann nochmal diese Tipps und Tricks. Und wenn Sie sich den Skalierbarkeitsaspekt von der Präsentation hier nochmal im Detail anschauen wollen, gibt es eine in Rack Internals Cache Fusion Edition von mir. Die habe ich auch irgendwann mal auf der DOA gehalten vor einigen Jahren. Und erstaunlicherweise ist da das meiste auch noch gültig, bis natürlich darauf die Dinge, bis auf die Dinge, die ich Ihnen heute vorgestellt habe für 19c. Und deshalb nochmal mein Vorschlag, schauen Sie sich 19c Rack doch mal an. Und damit bin ich dann auch am Ende nicht nur meiner Zeit und meiner Stimme, sondern aber auch dieser Präsentation. Thomas. Ja, dann danke, Markus, für den ausführlichen Vortrag. Jetzt weiß ich auch, warum du den zweiten haben wolltest. Dann hast du die Pause nämlich gleich, die eigentlich zwischen den Vorträgen ist, hast du gleich mitgenutzt. Ja, naja, war sehr interessant. Also auch so ein paar Features für mich. So, also jetzt, ich möchte die Gelegenheit geben, den Teilnehmern noch Fragen zu stellen hier im Chat, also im Fragen-Chat. Ja. Hier kam schon eine Anmerkung, super Vortrag, das ist jetzt eine Aussage, keine Frage, aber trotzdem gut. Danke. Warten wir noch einen Moment. Ja, also ich muss auch mal sagen, auch die eine der ersten Folien, wo du da diesen TNS-String da nochmal erläutert hast mit diesen Zusatzfeatures, ich habe da, oder Zusatzoptionen, da habe ich selber schon dran rumgeknispelt und diese Erklärung hat mir doch jetzt geholfen, muss ich sagen. Ja. Danke, danke. Ich hoffe, im Schnelldurchlauf war das alles verständlich, aber wie gesagt. Ja, ich kann das jetzt nochmal nachlesen, aber hat trotzdem zur Erklärung geholfen. Gut, danke. Ja, kommen keine weiteren Fragen? Dann bedanke ich mich nochmal bei beiden Referenten, verweise auf
die nächsten Vorträge, wie gesagt, die ganze nächste Woche noch und die übernächste Woche auch noch. Schauen Sie noch mal auf die Duax-Seite, steht alles drauf, melden Sie sich an. Ansonsten dann einen schönen Abend in Deutschland oder einen schönen Vormittag nach San Francisco. Gut, das war's. Vielen Dank. Also, Bis schönen Abend noch. Bis dann. tschüss.